Norden sicher, kein Ziel. Natürlich. Oh, leck mir doch die Rosette wund, ey. Da kackst du doch im Stehen. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich habe so das Gefühl, dass der irgendwie sehr langsam zielt. Warum ist das voll? Norden sicher, kein Ziel. Haltet die Stellung! Natürlich! Weg von ihm! Oh, leck mich doch, die Steuerung ist ja behindert. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber mal im Ernst, Leute. Sobald die Waffe ist, keine präzise Steuerung. Natürlich. Warum ist er auf einmal so langsam? Ich will zwar nichts sagen, aber ich finde es sehr komisch. Weiß nicht warum. Ist eigentlich auch interessant, dass die uns extrem krass sehen. Obwohl es eigentlich so dunkel ist. Also wir sehen nichts, aber sie schon. Wenn die wenigstens ein Nachtsichtsgerät an hätten, würde ich es verstehen, aber das ist ja auch nicht der Fall. Mann, nichts. Etwas gesehen? Sicher. Suchen wir weiter. Ich werde hier suchen. Ist das schwierig? Ist das Nee, ist ein normaler Schwierigkeitsgrad. Also, die Entwickler wollen das also so. Soldat getroffen! Ich will zwar nichts sagen, aber...
Ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Ein bisschen übertrieben vielleicht. Dass sie so viel aushalten. Kann ich mich jetzt hier in Ruhe umgucken? Nach 1000 Millionen Mal sterben. Darf ich das? Dankeschön. Heidewitzka, Heidewitzka, nee, nee, nee. Fühlt sich sehr träge an, der alte Mann. Alles ruhig. Oh, ein Schwanenboot. Ich suche hier. Sieh hier drüben nach. Ist ja so krasse Konvertierungsprobleme, dass sie die... So, jetzt muss ich noch mal gucken, wie man lauscht. Mit R1. Okay, verstehe. Ich weiß nicht, ob ich hier lang will oder ob ich hier lang will. Vielleicht liegt hier ja noch was. Was nur die Ellie? Ja, also die, ich finde die Steuerung ein bisschen träge. Da war zumindest die Steuerung bei Horizon Zero Dawn wesentlich besser. Man weiß nicht immer genau, wo man lang will. Wo man lang soll. Hey, ich kann nicht schwimmen. Uns fällt schon was ein. Okay, Ellie kann also nicht schwimmen.
Wie wär's, wenn du mich einfach mal du... Also... Oh, komm schon. Also hier nicht lang. Du hast gesagt? Wer hat was gesagt? Ich nicht. Macht es Sinn, hier lang zu gehen? Muss ich auch? Nein. Ellie? Mir geht's gut. Ah, sie kommt da durch, ich nicht. Okay, ich verstehe. Kann ich da auch rüber? Ich trau dem nicht. Hey da, sie geht noch. Schmugglernotiz. Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich den Handel getrieben habe. Er will in die Quarantänezone, wahrscheinlich QZ Boston. Triff ihn am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle Park Street, neben dem Rathaus. Anbei sein Visum und seine QZ-Papiere. Wie gefällt dir die Arbeit? Sei vorsichtig da unten. Einige Leute berichten von Klickern und Stalkern in dem Gebiet. Wozu zum Henker ist der Kerl? Ich warte hier schon seit 2 Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Mir ist, als würde mir jede Sekunde ein Stalker anspringen. Ich gebe ihm noch 1/4 Stunde, dann gehe ich zurück. Och, Ellie, heul doch mal nicht rum. Nein, mach ich nicht. Frage ist nur... Ja, das weiß ich. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Kann ich hier hochklettern? Nee, ne? So, warte mal, wo finde ich denn jetzt was? Wie komme ich da jetzt rüber? Da drüben vielleicht? Ich muss die Leiter irgendwie da drauf packen. Oder muss ich die Ellie da drauf packen? Steig drauf. Lol. Wirklich? Ellie. Hey. Oh. Vorsichtig. Ah, okay. Na komm, Kleines.
Ich hab sie. Es gibt hier Sachen, die mir nicht gefallen. Das ist zugesperrt. Ich erinnere mich so ein bisschen an Resident Evil 2, an die Kanalisation. Oder war das 3? Okay, nicht mehr raus hier. Es gefällt mir nicht, dass hier überall der Pilz ist. Sieh doch bestimmt gleich irgendwas. Yay, Sonnenlicht. Dem fehlt da ein Filter. Hey, also, wegen Tess. Lass es einfach. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Ja. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Wisst ihr, was ich interessant fände? Wenn wir wüssten, was aus Sarah wird. Ich Vollidiot muss den Stream runterladen, weil ich eben vergessen habe aufzunehmen. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Ja, da muss ich mir wieder ein Schneidprogramm runterziehen. Was? Nichts, ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa den Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Schön hier. Oh, so ein Waldspaziergang mit so einem Bach wäre schon mal was Geiles. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Oh, hey, Kleiner. Häschen! Oh nein, wo ist der hin? Schade. Ich dachte, ich könnte ihn erschießen oder so. Oh, das fand ich bei, wie heißt's? Bei The Long Dark ein bisschen extrem. Da musstest du ja in der eisigen Wildnis sozusagen überleben, ne? Und konntest dich nicht einfach so mit irgendwelchen Tieren anlegen. Sprich, du musstest da schon so ein bisschen aufs Überleben achten, dass du nicht zum Beispiel, wenn du rohes Fleisch im Rucksack hattest, hast du Wölfe angejagt und so weiter und so fort. Und die Temperatur war dein Feind. Es war eher so ein Cell-Shading-Look, also nicht so Videospiele oder so realistisch mäßig oder man hat es versucht realistisch zu klingen, sondern es war eher so ein Comic-Look, ne? Und... Du gerade gesungen? Ich weiß zwar nicht, was du gesungen hast, Ellie, aber ist okay. Da hast du auch mit Stein musstest du da Hasen betäuben. Die musstest du dann einfangen. Und dann hast du dem Vieh theoretisch, weil er die Schnauze bewegt hat, hast du dem ganz knuddeligen Hasen ins Gesicht geguckt und ihm das Genick gebrochen. Das war ein bisschen extrem, fand ich. Das tat mir dann immer für die Hasen so ein bisschen leid, aber auf der anderen Seite musstest halt essen zum Überleben, ne? Also,
Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Das ist kein Stacheldraht, das ist Rasierklingenbart. Draht. Wow, da! Fireflies. Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Ist auch schon lange her, dass ich welche gesehen habe. Ich musste das einfach tun. Ja, das ist ja noch ein Kind, also. Dementsprechend manchmal übermannt uns die Freude. So, gibt's hier irgendwas, was ich aufsammeln kann? Nee, ne? Ich komme wahrscheinlich auch nirgends rein. Also muss ich hier diesem Komplex entlang. Nutze Bretter, um Lücken zu überwinden. Ja, was für eine Lücke. Was für eine Lücke. Ich muss erstmal gucken, wo ich eine Lücke finde. Hier könnte ich das machen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da auch irgendwie hochkomme. Hier. Ah, ich krieg wieder einen Schlagstock. Super. Der sieht doch nicht schlecht aus. Der hält was aus. Nahkampfverbesserung. Verbessere eine beliebige Nahkampfwaffe, um Gegner mit einem Messer zu... um Gegner mit einem Treffer zu töten. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, geht sie kaputt. Ich verstehe. Na also. Das bedeutet, ich kann meine Nahkampfwaffen. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Oh Mann. Ja, da schon so einen leicht frechen Unterton. Das muss ich ja gestehen. Herstellung. Klingen kann ich herstellen. Nahkampfverbesserung. Ist schon drin. Mir fehlen echt Lumpen. Das ist übel. Ja. Ich habe so das Gefühl, diese Fähigkeiten, die man einsammelt, sind ein bisschen selten. Ein Messer habe ich ja. Das ist mal wieder typisch. Von der einen Verbesserung kriegst du relativ viel im Vergleich. Das kriege ich nicht auf. Komm, da ist noch ein anderer Weg. Hier lang. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Hallo, ich würde gerne... Okay, hier sind also Klicker wieder unterwegs. Das habe ich mir schon fast gedacht. Shit. Das habe ich gehört. Dass da einer ist.
Scheiße. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Habe ich mir schon fast gedacht. Kann ich hier wenigstens Lumpen kriegen? Ja, kann ich. Mir fehlt aber... Was? Ich habe nur ein Viertel Lumpen. Einen halben Lumpen? Was? Darf ich das hinterfragen? Alles okay? Ich versuche, pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das wie pfeifen? Ich dachte schon, was ist das? Warte eine Sekunde. Ich krieg das bestimmt jetzt gleich hin und dann gibt's auch wieder Stress. Hängt die einfach an. Erinnerung, mehr Pillen sammeln. Und ich muss mehr Munition beschaffen. Mir bleiben nur 3 Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. So, damit kann ich auch bestimmt wieder entfernen. Hä? Warum gibt es Viertel und halbe Bänder? Wie? Hä? Kann mir das mal bitte einer erklären? Ich verstehe es nicht. Hier durch. Ja, hier unten waren wir schon. Okay, also da hätten wir den theoretisch entkommen können. Oder sie umgehen können. Verstehe. Da oben können wir auch nicht lang, aber wir hätten theoretisch hier Krach machen können. Okay, hier hätten wir uns einen Überblick verschaffen können. Okay, verstehe. Ellie. Ja, ich weiß, wo ich lang muss. Das ist mir schon klar. Ich will aber wissen, warum. Halbes Band. Was sind das für eine Maßeinheit? Ich komme da echt nicht drauf klar. Oh Mist, ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Komm, mach hinne. Gut. Bleibt doch eh nichts anderes übrig. Stell den Fuß drauf. Mach es nur auf, sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Okay. Oh, mal sehen. Okay. Tada.
Gut gemacht. Danke. Jo. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marleen meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Und ich habe keine Ahnung, was hier alles zu finden ist. Hey, da! Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Wirklich? Oh, verstehe. Das ist wahrscheinlich so ein Ding, dass sie... Halber Lumpen. Okay, es war klug, hierher zu kommen. Ich habe das Gefühl, hier habe ich ordentlich Zeug gekriegt. Ein Viertelband. Das ist doch so dumm. Lauschmodus-Distanz. Die sollte ich öfters verwenden. Ganz im Ernst. Mache ich auch. Die versuche ich zu verbessern. Weiß mir nicht, warum wir unbedingt Drogen dafür nehmen müssen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich feiere ja immer noch das Skill-System in Skyrim. Das ist jetzt nichts Besonderes. Du kriegst mal deine Fähigkeitsverbesserung und so weiter und so fort. Aber du levelst es. Also es gab es damals auch schon in Oblivion. Du levelst zum Beispiel Bogen. Levelst du entweder durch einen Trainer, der dir was beibringt. Es kostet aber Geld. Muss aber nicht sein, weil du benutzt das ja theoretisch. Und dadurch steigerst du das ja auch so ein bisschen. Was in meinen Augen wesentlich logischer klingt, als irgendwelche Medikamente zu nehmen. Oder von jetzt auf gleich einfach, oh, ich bin jetzt ein Level Up. Was the Turning? Das sieht aus wie so, wie so eine kleine Wolverine-Fanboy. Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Wie war das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Na dann. Legen wir zusammen, kaufen wir der Ellie eine Runde PS4 und Mortal Kombat. Da passiert sowas Ähnliches. Was ist das? Also hier hätte ich jetzt noch was erwartet. Aber... Gut. Hier haben wir alles. Wenn wir hier unten noch irgendwas angucken. Auch nicht. Ja, es wird nervig, weil ich gras alles ab, weil du kannst echt hier viele Rohstoffe gebrauchen. Und ich habe so das Gefühl, dass es hier echt wenige gibt. Achso, das war der... Glassplitter. Ich versuche immer die Autos zu durchsuchen oder abzubauen.
waren ja überall. Ja, überall. Willkommen zurück. Wir wollen das Land wieder so hinkriegen, wie es war. Naja, mit einem Impfstoff geht es vielleicht. Vielleicht. Interessant. Willkommen zurück, Justin. Justin, Entschuldigung. Hier ist Ruhe. Ich habe so das Gefühl, hier können wir mal ein bisschen aufatmen. Oh, Mann! Oh, krass! Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Huhu. Bedeutet also nicht einfach rumrennen und alles sammeln, sondern alles, was komisch aussieht. Interessant. Der Bild gefällt mir. Okay. Oh Mann, du musst mir zeigen, wie das geht. Einfach alles mitgenommen. Alles mal. Oh. Dieses Messer war sehr klug investiert. Ist zwar nicht viel zu sehen, aber. Warum kann ich nicht hier hochklettern? Schubst doch die Ellie nicht so rum. Die kann doch nichts dafür. Das ist ganz gut, aber ich habe so wenig Bänder. Da muss man echt aufpassen. Bin's aber trotzdem. Ja, hier musst du aufpassen. Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Okay, ich will hier aber noch was durchsuchen. Und ja. Einfach den Draht aufpassen. Berühren nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Gut. Gibt's hier noch irgendwas zum Abgrasen? Bob, ich verlasse die Stadt nicht ohne den Safe. Hilf Brad, ihm in den Truck zu laden, falls du ihn öffnen musst. Die Kombination ist 5, 17, 21. Ich habe keine Ahnung, aber das schreibe ich mir mal auf. Erinnert mich mal dran, dass ich mir den Stream hier jetzt runterlade. Also später, wenn ich jetzt aufhöre. Weil ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. So, was haben wir denn hier? 5, 17, 21. Bei meinem Glück werde ich ihn safe eh nicht finden, genauso wie im komischen, diesem komischen Kaufhaus oder so. Hilf ihm in den Truck zu laden. Truck safe. Aber in welchem Safe? Welcher Truck? Das ist ein Wohnwagen, ist kein Truck. Ist hier ein Truck? Das könnte ein Pickup-Truck sein. Das sieht nach safe aus. Oh, muss ich mir gar nicht aufschreiben. Das war es wert. Das war es wirklich wert. Super. Warte mal. Hier in die Seitengasse. 25 Fertigungszeit. Wie gesagt, das Skillsystem in Skyrim hat mir wesentlich besser gefallen. Es war auch in meinen Augen ein bisschen logischer.
Ein Viertel Lumpen. Weird. So, Medikits kann man nie genug haben. Das ist geschlossen. Die verdammten Infizierten tauchen so oft viel zu nah bei dem Unterschlupf an der Kirche auf. Anscheinend muss ich die Perimeter-Schwachstellen mal wieder aufräumen. Okay. Das brauchen wir nicht mehr. Unterschlupf an der Kirche. Ich glaube, ich hole da mein Notizbuch. Das muss da auch irgendwann mal voll sein. Ob ich das mal unter den Zuschauern verlosen soll? Da stehen noch so viele Notizen, weil das so ein dickes Ding ist, ja? Stehen da so viele Notizen drin. Die sind zwar alle durchgestrichen, aber das ist so ein kleines Stück Geschichte. Finde ich, das ist immer ganz lustig. So. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach nur so ein Typ. Der da immer ganz gerne Box 11, Kindwurm, Level 30, Kripuk einmal pro Tag. Ja, was haben wir hier noch? Sogar noch Notizen von Florencia, Pokémon, Shark Codes für die zweite Generation. Irgendwelche selbst ausgerechneten Parameter. Na doch. Relativ viel Freitag, circa. So. Ja, ich schweife ab. Auf jeden Fall. Habe ich schon mal gemacht. Nee, gemacht noch nicht. Ich habe es nur in Erwägung gezogen. Bin das Ding aber schon. Muss ich auch mal wieder durchgehen. Das ist eigentlich ganz interessant, was da alles so drin steht. An der Werkbank kann ich wieder viel basteln. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Kann ich eigentlich auch sehen? 108 Teile. Das ist eine Menge.